Ja, endlich ist es soweit. Der Frühling ist wirklich jetzt mit allen Sinnen dabei. Man sieht hier, meine Obstbäume blühen schon. Ich habe schon das Gewächshaus und das Hochbeet bepflanzt. Die Hühner legen fleißig Eier. Was gibt's Besseres? Und dann noch dieser herrliche Sonnenschein und wirklich angenehme Temperaturen. Ja, und somit mal wieder herzlich willkommen bei der Gartenfreund TV zum Gartenrundgang im April. Ja, wie man hoffentlich sehr gut erkennen kann, seit dem letzten Gartenrundgang hat sich sehr viel getan. Zum Beispiel hier mein Hochbeet habe ich schon bepflanzt. Leider keine selbst angezogenen Pflanzen, denn dafür hatte ich dieses Jahr keine Zeit. Aber trotzdem eine schöne Auswahl und ich denke mal, wenn wir sie in ein, zwei Monaten ernten, werden sie trotzdem gut schmecken. Ja, was habe ich hier alles drin? Ich habe hier zum Beispiel die Petersilie, also vorgezogene Petersilie, ganz normal. Dann habe ich hier 4 Reihen Zwiebeln, hier ist eine Reihe Zwiebeln und hier sind 3 Reihen Zwiebeln. Das sind ganz normale Stuttgarter Riesen. Die haben mir bisher am besten geschmeckt. Ist ja eine stinknormale Gemüsezwiebel halt. Hier habe ich den Eissalat. Der hat mir auch immer sehr gut geschmeckt. Dann habe ich hier gemischt ein wenig amerikanischen braunen Salat und den Eichblattsalat. Den mag ich persönlich auch sehr gerne. Dann habe ich hier noch roten Kohlrabi und weißen Kohlrabi, jeweils eine Reihe mit 4 Pflanzen drin. Tja, was soll eigentlich in dieses Hochbeet rein, wenn die Pflanzen hier alle abgeerntet sind oder fast alle abgeerntet sind? Das ist ganz einfach. Hier kommen wieder Tomaten, Paprika und Gurken und all solche leckeren Gewächse rein. Dafür habe ich mir letztes Jahr extra diese Dachkonstruktion hier gebaut. Das Dach ist jetzt aktuell nicht drauf, das habe ich ja abnehmbar gebaut, dass ich das Ganze im Frühling und im Winter praktisch natürlich bewässern lassen kann, denn wenn das Dach drüber ist, klar, dann muss ich immer gießen. Gut, das muss ich jetzt so auch, da es mal wieder seit Tagen nicht geregnet hat. Aber sonst ist das wirklich ganz praktisch mit diesem Dach, weil das halt die Tomaten und die anderen Pflanzen vor Regen schützt. Die mögen ja einen nassen Fuß, aber keine nassen Blätter. Ja, hier in meinem Kräuterhochbeet hat sich auch schon einiges getan. Ich denke mal, in dem letzten Video hat man es ja recht gut gesehen, also mit der Küchenhexe, als ich hier die Kräuter gepflückt habe für die Tomatensauce, dass sie schon sehr gut gesprießt sind. Aber jetzt ist wirklich noch mehr dazugekommen. Ich habe mir hier noch einen Koriander dazu gepflanzt. Ich habe hier noch den Bergschnittlauch dazu gepflanzt. Und was habe ich hier noch dazu gepflanzt? Da muss ich mal kurz aufs Schild gucken. Genau, das war eine andere Sorte Oregano. Also praktisch 2 Sorten Oregano habe ich hier drin. Einmal die Sorte und einmal die Sorte. Da hinten wächst noch Pfefferminze. Dann habe ich hier noch einen Rosmarin und Pfefferkraut hieß das, genau. Ja, selbstverständlich habe ich auch schon meinen Folientunnel hier bepflanzt. Ich denke mal, wir schauen uns mal all diese Pflanzen hier drin an. Tja, ich habe hier wirklich schon einiges drin. Unter anderem natürlich meinen geliebten Salat, denn Salat esse ich persönlich sehr gerne. Auch hier der amerikanische Braune und der Eichblattsalat. Dann habe ich hier eine kleine Reihe Radieschen. Hier sieht man es. Genau. Und dann habe ich auf der anderen Seite auch wieder Salat gesetzt und Kohlrabi. Ach ja, und bitte nicht wundern, dass es hier im Gewächshaus gerade so dunkel aussieht. Das liegt ganz einfach daran, zwischen 10 und 11 Uhr scheint die Sonne genau auf diese dicke Eiche da im Hintergrund. Und dann fällt natürlich der Schatten von der dicken Eiche hier aufs Gewächshaus. Und dann kriegen die Pflanzen halt zwischen 10 und 11 Uhr kein Licht. Davor aber dahinter genügend Licht. Das heißt also, Lichtmangel haben sie hier definitiv nicht. Ach ja, wie ich das ganze Gewächshaus überhaupt wieder bepflanzbar gemacht habe, das seht ihr oben rechts in der Ecke. Tja, hinter der Kamera ist ja meine kleine Terrasse hier am Gartenteich. Es ist wirklich wunderschön, wenn man sich hier abends mal hinsetzt und das Wasser plätschern hört und dabei eine Tasse Kaffee trinkt. Das ist wirklich herrlich. Man sieht, das Wasser ist auch wirklich wunderschön klar. Also wirklich warm ist das Wasser noch nicht. Es ist noch ziemlich kalt. Aber ich denke mal, im Laufe der nächsten Tage oder Wochen wird sich das Wasser auch ein bisschen erwärmen. Ich denke, wir haben es ja auch 2 Wochen jetzt erst wieder so warm. Also so lange ist es ja noch gar nicht mit diesem frühlingshaften Wetter. Aber wirklich, der Teich hat sich auch wunderbar entwickelt. Ich habe ihn letzte Woche einmal wieder komplett grundgereinigt. Das heißt, ich habe einmal mit meinem Schlammsauger unten den Schlamm rausgesaugt und habe einmal das ganze Grünzeug hier am Rand von der Randbegrünung einmal wieder beschnitten und den Teichfilter sauber gemacht. Und ich denke mal, die Fische fühlen sich ganz wohl. Aber fressen tun sie noch nicht. Ich denke mal, wie gesagt, da ist das Wasser noch zu kalt für. Aber ich denke mal, so ein, ja, wie gesagt, 1-2 Wochen, da werden sie noch anfangen zu fressen. Ja, Gackis. 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 Na, Gackis. Bist du mal nicht so gierig da unten, Marianne? Nicht so gierig hier, Madame? Tja, auf diese Mehlwürmer fahren sie natürlich total ab. Die Gackis sind auch sehr fleißig im Moment mit dem Eierlegen.
Also viel zu berichten gibt es ja eigentlich nicht, aber ich denke mal, wir werfen mal einen kurzen Blick drauf. Na kommt mal her, Gackis. Na komm mal her, Bertha, du auch, komm mal her. Na, Asterix. Na, kommt mal her. Bertha, komm mal her. Ja, bist du mal nicht so gierig, Asterix? Asterix, nicht so gierig. Nicht so gierig. Ja, easy. Ja? Na komm, ihr kriegt noch ein paar Mehlwürmer. Ja, wie gesagt, auf diese Mehlwürmer heißen sie, fahren sie ja total ab. Ne, Asterix, bist du Asterix? Geht mal weg da, Ladies. Hm? Asterix? Das hier ist Asterix. Guck mal in die Kamera. Nee, willst du nicht? Bist du nicht so fotogen? Asterix ist hier der Chef, sag mal, ne? Bist du der Chef? Hm? Morgens kriegst du immer schön rum, Asterix. Sollst gar nicht so laut krähen. Na komm, hüpf runter. Braver Hahn. Will noch eine Henne vor die Kamera? Bertha vielleicht? Ja, ich denke mal, einige von euch werden sich noch an Bertha erinnern. Ich habe mal ein Video hochgeladen, wo ich erklärt habe, wie man die Hühner am besten im Winter verpflegt. Also wie man zum Beispiel ihre Kämme pflegt, damit nichts abfriert, damit es keine Erfrierungen gibt. Das habe ich ja bei Bertha auch gemacht. Und wie ihr sehen könnt, ne, Bertha, zeig mal deinen Kamm in die Kamera. Wie ihr sehen könnt, ihr Kamm ist wirklich im einwandfreien Zustand, da ist nichts abgefroren. Ihre Kehllappen sind auch in Ordnung. Und auch die Ohrscheiben hier, auch alles im besten Zustand. Bist ja noch eine richtig hübsche Lady, sag mal, ne, Bertha? Bist du noch eine richtig hübsche Lady? Dabei bist du schon 3 Jahre alt. 3 Jahre bist du schon alt, Bertha. Na, bleib mal hier. Ey, du sollst mir keine Backpfeife geben. Bertha, sollst du nicht? Tja, ist manchmal nicht so einfach mit den Mädels, ne? Ja, ich hoffe, euch hat dieses Der Gartenfreund TV Video mal wieder gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich wirklich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, könnt ihr das wie immer gerne im Abspann tun. Und meine letzten Worte sind nur noch. Bis zum nächsten Mal. Bye, ciao und tschüss. Das war doch mal super. Herrliches Wetter.